Hey, ich grüße dich ganz herzlich. Dunkelräume als Möglichkeit der Bewusstseinserweiterung haben eine jahrtausendalte Tradition. Und in diesem Video zeige ich dir das anhand von verschiedenen Kulturen, was denn auch ein Dunkelraum so speziell macht. Und zudem stelle ich dir unsere Dunkelraum-Retreats vor, die wir in der Schweiz durchführen, und zeige dir auch ein bisschen so den Ablauf, was denn so in einem Dunkelraum-Retreat alles, ja, passiert. Mein Name ist Ananda Hämmerli und ich leite Dunkelraum-Retreats in der Schweiz, aber auch Atem-Retreats und Stille-Retreats. Was die heutige Zeit so herausfordernd macht, ist die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Welt entwickelt. Im Buch Physik der Zukunft beschreibt der japanische Physiker Michio Kaku das Moreische Gesetz, das er beinhaltet, dass alle 18 Monate die Rechenleistung, die digitale Rechenleistung sich verdoppelt. Weiter vergleicht er dann diese exponentielle Zunahme mit der Entwicklung des Menschen und kommt dann zum Schluss, dass sich die Menschheit eigentlich im Vergleich zur digitalen Entwicklung kaum weiterentwickelt. Weiter macht er dann den Vergleich oder die Aussage, dass wenn man einen Menschen, der vor 200.000 Jahren gelebt hat, in unsere Kultur einführen würde, man würde es kaum bemerken. Sein Gehirn und seine Psyche wären noch dieselben und auch seine Handlungen, also die Motivation seiner Handlungen und seine Beweggründe, wären dieselbe wie die eines modernen Menschen. Zudem haben wir es heute mit einer scheinbar immer schneller werdenden Zeit zu tun und einhergehend damit mit einem erhöhten Zeitdruck. Da kommen noch die Umwelteinflüsse dazu, chemische Belastungen der Lebensmittel, Elektrosmog und, und. Doch was macht denn im Grunde die Entwicklung eines Menschen aus? Im Gegensatz zur technischen Entwicklung ist die Entwicklung des Menschen eben nicht diejenige, die immer weiter, immer höher und schneller ist, sondern wie das Wort Entwicklung es auch bereits aussagt, hat es etwas zu tun mit Entwicklung, also mit aus sich herausschälen, aus dem Innen heraus sich entwickeln. Diese anspruchsvolle digitale Zeit führt eben auch dazu, dass viele Menschen einen Sinn in ihrem Leben gar nicht mehr so richtig erkennen können. Oft wird auch nur eine Arbeit ausgeführt, um den Lebensunterhalt zu verdienen und die Familie oder sich selber durchzubringen. Aber was im Grunde dann fehlt, ist so wie eine Lebensvision, eine Bestimmung, die uns durchs Leben trägt. Verständlich irgendwie auch, dass sich viele Menschen nur noch als ein Rädchen im System betrachten. Und neuronale Überreizungen nehmen immer weiter zu oder auch depressive Verstimmungen und andere Krankheiten haben immer mehr Zulauf in unserer Zeit. Und für diese Entwicklung, für die wir im Grunde eigentlich nichts tun müssen, als uns dafür zu öffnen, gab es seit jeher auch in alten Traditionen bestimmte Initiationsräume oder eben auch Dunkelräume. Beispielsweise die Pyramiden von Gizeh wurden als Dunkelraum genutzt, Dunkelraumrituale genutzt. Oder auch die Katakomben von Rom. Oder man denke auch an die enormen Tunnelanlagen in Paris, die bestimmt auch als Dunkelräume genutzt wurden. Die einfachste Art eines Dunkelraums sind aber Höhlen, die wir über die ganze Welt verstreut sehen. Die bekannteste wohl die Höhlen von Qumran am Toten Meer, die eben für Dunkelraum-Rituale über eine ganz bestimmte Zeit dann genutzt wurden. Und eine Form, ein Symbol aus der Dunkelraumkultur, die wir auch in der christlichen Tradition kennen, sind die schwarzen Madonnen. Wir alle kennen sie mit dem Jesuskind in der Hand. Und es ist ja auch gerade interessant, dass das Jesuskind gerade auch in der dunkelsten Nacht, dem 21. Dezember, geboren wird, also das Licht wird in der Dunkelheit geboren. Und die schwarzen Madonnen, sie repräsentieren ja eher diese weibliche, mütterliche Qualität. Und so habe ich die Dunkelheit eben auch wahrgenommen als etwas sehr Behütendes, sehr etwas Verbindendes, das uns wieder eben mit der Ganzheit verbindet. Dem gegenüber, und es ist fast schon paradox, steht die indische Göttin Kali. Sie ist ebenfalls ein Symbol aus der Dunkelraumkultur. Die indische Göttin Kali, die dunkle Göttin Kali, wie sie auch genannt wird, wird nämlich genau als Gegenteil dargestellt, wild, mit toten Köpfen und Säbeln in der Hand.
wild tanzend. Man könnte meinen, die Kali sei dem Menschen feindlich gestimmt, aber dem ist eben nicht so. Im Gegenteil, die Göttin Kali befreit den Menschen aus den Wirren des Verstandes. Und so sind eben beide, die schwarzen Madonnen und die dunkle Göttin Kali, Symbol der Dunkelheit. Zum einen eben sehr etwas Sanftes, Mütterliches und Behütendes und auf der anderen Seite etwas sehr Befreites, die uns befreit aus diesem, ja, aus diesen Wirren des Verstandes. Dunkelheit ist also alles andere als gefährlich oder angsteinflößend. Im Gegenteil, es hat eine sehr beruhigende und eine sehr heilsame Einwirkung. Ein wichtiger Punkt kommt noch dazu. Weil wenn du das äußere Leben betrachtest, kannst du das Leben, das eigentliche Leben, kannst du nicht sehen. Du kannst auch nicht sehen, was dein Platz im Leben ist. Du siehst auch deine Bestimmung nicht, auch da draußen nicht. Wir lassen uns einfach führen, oder? Wir lassen uns ja von der Freude führen. Was macht mir Freude? Und dann folgen wir diesen Impulsen. Oder was macht mich lebendig? Wohin zieht's mich? Aber du bist dir erst dann bewusst, wenn du am Platz dann angekommen bist, dass es eben das ist, was du dir eigentlich ersehnt hast. Aber sehen konntest du es nicht und du konntest es dir auch nicht vorstellen. Es ist eben nicht möglich. Meistens kommt es eben sogar besser, als wir uns vorgestellt haben, weil es diese Ebene, den Verstand, es übersteigt den Verstand. Und so macht es uns ein dunkler Raum sogar einfacher, um unsere Bestimmung zu kommen und an unseren Lebensplan. Wenn wir es eh nicht sehen, können wir es dennoch einfacher wahrnehmen. Ein Dunkelraumretreat hilft uns eben auch dafür. Doch was macht denn die Dunkelheit für uns so interessant? Dazu müssen wir gar nicht so weit blicken, nur bis in die letzte Nacht hinein. Denn es ist die Dunkelheit, die Nacht, die uns regeneriert und uns erholt. Die Nacht erfrischt unseren Geist und wenn wir am nächsten Morgen wieder aufwachen, wir haben nichts gemacht als geschlafen, aber wir sind ausgeruht. Doch was genau geschieht in der Nacht? Wir haben mitten in unserem Gehirn befindet sich so eine reiskorngroße Drüse, sogenannte Epiphyse oder auch Zirbeldrüse genannt. Und der bekannte Philosoph René Descartes, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, nannte sie mal den Sitz der Seele. Und diese Drüse, tagsüber produziert sie das sogenannte Glückshormon Serotonin. Doch in der Nacht wird dieses Serotonin von dieser Zirbeldrüse umgewandelt in Melatonin. Melatonin hat interessante Eigenschaften, wie zum Beispiel die Steigerung der Körperabwehr oder die Unterstützung unserer Träume, wie auch das innere Sehen unterstützt es. Gerade dadurch, dass eben in der Dunkelheit die visuellen Reize wegfallen, können sich andere Sinne weiterentwickeln, wie zum Beispiel Gehörsinn, Geschmackssinn, aber auch unser ganzes Wahrnehmungsfeld kann sich erweitern. Und in der Dunkelheit liegt das Mysterium drin, dass es uns immer mehr mit unserer Ganzheit verbindet. Wie wir ja in der Nacht auch regenerieren und erneuern, so verbinden wir uns über längere Zeit in einem Dunkelretreat wieder mit unserer Ganzheit. So können beispielsweise verborgene Sehnenanteile plötzlich wieder sich mit uns verbinden. Oder bei mir konnten sich ganz viel Ahnenheilung entwickeln. Aber sich zur Ganzheit entwickeln oder sich hinentwickeln zur Ganzheit bedeutet eben auch, seinen Lebensplan wieder in sein Blickfeld zu bekommen. Sich wieder mit seinem Lebensplan, mit seiner Bestimmung, mit seinem Seelenplan zu verbinden. Das Leben wirkt also aus sich heraus mit einer Kraft, die uns wieder zur Ganzheit rückverbindet. Sobald wir entspannen, loslassen, hilft uns die Dunkelheit also, uns wieder mit unserer Ganzheit zu verbinden zu können. Dass Menschen in einem Dunkelraum auch Lichter, vermehrt Lichter sehen, ist ganz etwas Normales, weil wir selber dieses Licht sind. Also es verbindet uns auch wieder mit unserem inneren Licht, das wir selber sind.
Auch dahin wirkt also ein Dunkelraum Retreat. Also sich öffnen zu können für diese Kraft der Verbundenheit und sich eben auch wieder zu verbinden mit seiner spirituellen Quelle, das ist ein wesentlicher Aspekt eines Dunkelraum-Retreats. Um sich auf die heilsamen Wirkungen eines Dunkelraums einlassen zu können, empfehle ich, so ein Retreat nicht weniger als 5 Tage zu machen. Das heißt also 5 Tage in der Dunkelheit zu sein. Dazu kommen dann Eingangsritual und Abschlussritual. Das wäre dann ein Retreat von 7 Tagen. Unsere Retreats finden alle in Heiden im Kanton Appenzell in der Schweiz statt. Und dazu haben wir ein wunderbares Haus für uns allein, inmitten in der ruhigen Natur. Allen Teilnehmern steht ein wunderbares Einzelzimmer zur Verfügung mit WC, Bad, Dusche. Und doch haben wir auch einen Gruppenraum, wo wir uns zwischendurch mal zu Atemsessions treffen, zu Meditationen, zu Spielen, zu Improvisieren. Auch das gehört dazu. Ein Dunkelraum-Retreat mit anderen Teilnehmern zu machen, kann ein sehr schöpferischer Prozess sein, der dich eben in deinem eigenen Prozess auch unterstützt. Allein über dem im Austausch sein und in dem sich einander zu inspirieren. Was die Sicherheit betrifft, bin ich besonders stolz oder es freut mich, dass jedes einzelne Zimmer als dein Klingelsystem, über das wir 24 Stunden für dich erreichbar sind. Also wenn du mal Fragen hast, wenn du ein Anliegen hast, wenn du mit uns in ein Gespräch kommen möchtest, kannst du uns also jederzeit erreichen. Das ist, finde ich, ein wichtiger Bestandteil eines Dunkelraum-Retreats, dass wir eben für dich da sind. Was kostet denn so ein Dunkelretreat? Es kommt darauf an, wie lange. Also unsere Dunkelretreats sind ab 7 Tage, da geht es aufwärts 10, 15, 20, 21 Tage. Dazu findest du auf unserer Webseite dunkelraum.ch die Preise. Was ich aber hier bereits erwähnen kann, das ist immer gleich, ist, was ist denn in diesem Preis enthalten? Also, das ist zum einen sicher mal das Eingangsritual und am Schluss das Abschlussritual, wo wir wieder ins Licht gehen, aber wo wir auch in die Dunkelheit eintauchen. Da haben wir vor dem Haus, gibt es natürlich kostenlose Parkplätze. Und wir holen dich auch am Ortsbahnhof Heiden natürlich selbstverständlich ab, wenn du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommst. Da gibt es Vergünstigungen an unsere Stille-Retreats, auch an unsere Atem-Retreats. Und es gibt für alle, die ja schon mal an einem Dunkel-Retreat von uns teilgenommen haben, einen Wiederholer-Rabatt. Du kannst dann günstiger wieder daran teilnehmen. Dann haben wir, was auch wichtig, finde ich auch ganz schön, es gibt Vorbereitungsvideos mit Atemsequenzen, die dich vorbereiten, auch über den Atem auf ein Dunkelretreat. Dann bekommst du so 3D-Dunkelbrillen, wo du auch mal Zimmer lüften kannst. Die setzt du dann auf. Im Zimmer selber ist es immer dunkel, aber wenn du zum Beispiel das Fenster öffnest, kannst du dann diese Dunkelbrille anziehen. Dann haben wir nach dem Retreat gibt's ein Gala-Frühstück, wo wir dann gemeinsam in der Gruppe wieder ein feines Frühstück haben. Es hat eben, wie bereits gesagt, einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst mit einem Klingelsystem. Und was auch ganz spannend ist und was ganz schön ist, immer wieder von den Teilnehmern im Feedback erhalten, ist die Medizinwanderung. So stecke ich also in einem Abschlusszeremonie-Ritual, stecke ich also meine Welt neu ab. Dann gibt es ein Nachmeeting und das ist auch wichtig, finde ich, dass wir uns 1 oder 2 Wochen nach dem Dunkelraum-Retreat nochmals in einem Zoom-Raum treffen und uns austauschen, wie es uns geht, wie wir unterwegs sind und wie können wir einander noch bestärken. Auch im Preis enthalten ist natürlich die Zimmerreinigung, dann ist der Preis inklusive Essen, Verpflegung und Unterkunft im Einzelzimmer mit Bad WC. Es hat Einzelgespräche täglich oder je nach Bedarf, kannst du auch mehrmals nehmen, mit uns reden natürlich. Dann haben wir auch schon bereits gesagt, Abholung ab dem Ortsbahnhof in Heiden,
gibt es ein Vollwertabendessen nach dem, also vor dem Retreat. Bevor wir in die Dunkelheit gehen, gibt es nochmal eine währschafte Kost. Dann haben wir in unserem Haus auch eben einen Gruppenraum zur Verfügung, wo wir uns treffen, ebenfalls im Dunkeln. Und alle Mahlzeiten, alle Bio-Smoothies, Früchte, Nüsse, Tee und Grünes sind Vollwert und in Bio-Qualität. Ja, jetzt du kannst uns auch weitere Fragen stellen. Entweder erreichst du uns über die Webseite dunkelraum.ch, du kannst sie hier aber auch unten einfach posten, in die Kommentare posten und wir kommen dann in Kontakt mit dir. Oder beantworte die Fragen dann in den Kommentaren. Eine Frage, die auch immer wieder mal kommt, ist es, wie ist es denn eigentlich, wenn ich rauche? Dazu halten wir uns einfach im Hinterkopf, ein Dunkelretreat dient deinem Aufblühen. Und normalerweise hat Dunkelheit bereits die positive Eigenschaft, dass es eben entstresst und beruhigt. Und allein dieses Entstressen erleichtert es uns eben auf Nikotin, Genussmittel wie Koffein oder Schokoladensüßigkeiten zu verzichten. Doch bevor es dich in deinem Aufblühen hindert, können wir das nochmals individuell anschauen und gemeinsam besprechen und für dich die bestmögliche Lösung finden. Auf jeden Fall können die Fenster geöffnet werden, du hast eine Dunkelraumbrille zur Verfügung, also einfach im Hinterkopf, es ist dein Prozess, es ist dein Retreat. Und wir unterstützen dich darin. Eine weitere Frage ist, muss ich mich speziell vorbereiten auf ein Dunkelretreat? Schau mal auf unserer Webseite auf dunkelraum.ch, haben wir dir eine Liste zusammengestellt, wie du dich auf einen Retreat vorbereiten könntest. Doch auch hier gilt, es ist nie ein Muss, sondern immer du kannst. Es ist eine entsprechende Vorbereitung wie Fasten, dich einstellen auf eine Ernährung, hilft dir sicher auch im Prozess. Es gibt generell eine Vorbereitung auf körperlicher Ebene, eben Fasten, Reinigung, geistiger Ebene, auch Dinge besprechen mit Angehörigen oder Freunden, Arbeit organisieren, die dann dich nicht hindert dabei. Es gibt aber auch seelische Aspekte, also seelische Vorbereitungen, die du tätigen kannst. Einfach gut zu dir zu schauen, vielleicht müssen noch Konflikte gelöst werden. Einfach auch hier das Ziel, es ist dein Retreat, dass du möglichst einen freien Kopf dabei hast, dass du wirklich loslassen kannst im Retreat, um dich so in diese Kraft der Verbindung einlassen zu können. Und zum Schluss kam noch die Frage, kann ich denn ein Dunkelretreat auch für mich ganz allein machen? Also ohne Gespräch, mit Fasten, Stille und ohne Gruppenaktivitäten. Und auch da ist wieder die Antwort, hey, es ist deine Zeit. Ich empfehle dir, darüber musst du dir im Vorfeld keine Gedanken machen. Dunkelheit wirkt sehr stark in Richtung Gegenwart. Und wenn du dann gegenwärtig spürst, du brauchst jetzt Zeit für dich, du brauchst Zeit in Stille, du willst jetzt mehr fasten oder du möchtest jetzt kein Einzelgespräch oder 3-4 Einzelgespräche, das entscheidest du aus dem Moment heraus. Also, ja, das ist im Vorfeld soll das kein Thema sein. Natürlich ist das möglich. Yes, that's it. Jetzt hoffe ich, konnte bei dir die Lust und Neugier wecken, vielleicht mal an einem Retreat teilzunehmen von uns. Und wenn du noch Fragen hast, scheue dich nicht, dich jederzeit mit uns zu verbinden, in Kontakt zu kommen. Und ich wünsche dir jetzt schon alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ciao, tschüss.